Wissenschaftler haben endlich den Code des Maya-Kalenders geknackt. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar gehen wir in ein Video rein über den Maya-Kalender. Ich wollte jetzt schon länger in die Maya-Recherche nochmal ein bisschen tiefer reingehen und ich habe ein interessantes Video gefunden, welches heißt: Wissenschaftler haben endlich den Code des Maya-Kalenders geknackt. Sehr interessante Geschichte. Ich fühle mich auf eine Art und Weise mit den Mayas connected, die crazy ist. Und vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass ich hier in Mexiko bin. Oder einfach, weil es eine heftige Kultur war und weil die wirklich viele Dinge schon verstanden haben und sogar Wissen hatten, was dem Wissen, was wir heute haben, übersteigt, gerade was Zeit und Kalender angeht. Und deswegen habe ich richtig Bock auf das Video. Ich liebe euch. Wir gehen rein in den Peter. Daumen nach oben da lassen. Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und es geht los. Maya Eden Männer da? Können Sie mir sagen, welches Datum wir heute haben? Das ist ein Kinderspiel. Sie schauen einfach auf Ihr Smartphone und voilà. Sie wissen sofort den Tag, den Monat und das Jahr. Aber war es schon immer so einfach, das Datum zu bestimmen? Hatten die Menschen in der Antike überhaupt das Konzept eines Jahres, das 365 Tage dauert? Ja und nein. Maya-Kalender hatten Zyklen. Das kommt dem, was wir ein Jahr nennen. Aber der Zyklus der Maya war viel länger. 819 Tage. Und hier 819 Tage, ein Jahr quasi? Das Rätsel. 819 Tage im Vergleich zu was? Wann beginnt dieser Kalender und wann endet er? Diese Frage stellen sich die Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten. Sie entdeckten und entschlüsselten den Maya-Kalender in den 1940 Jahren. Vor kurzem haben zwei amerikanische Wissenschaftler, John Linton und Victoria Bricker, eine Lösung vorgelegt. Was haben sie also anders gemacht als ihre Vorgänger? Das Duo hat den Code entschlüsselt, indem es sein Denken erweitert hat. Sie erweiterten den Kalender von 819 Tagen auf volle 45 Jahre. Das ist 20 Mal länger als der ursprüngliche Zyklus. Und es zeichnete sich ein Muster ab. Dies war ein großer Durchbruch, denn die Maya hatten... Das, was ich will, was die Leute das verstehen, ist, dass dieser Kalender, wie zum Beispiel der Maya-Kalender, wirklich was mit der Natur zu tun hat. Das werden wir jetzt auch sehen. Der ist gekoppelt quasi an die Natur, an Sonne, Mond und Sterne. Der hat was mit dem natürlichen Zyklus der Erde zu tun. Und das ist der große Unterschied zu dem Kalender, den wir heutzutage benutzen und nach dem wir leben. Der hat nichts mehr wirklich mit dem natürlichen Zyklus der Erde zu tun, sondern ist mit der Zeit einfach nur ein Messgerät geworden, was irgendwann etabliert wurde, was aber nicht wirklich an die Natur gekoppelt ist. So. Und ich persönlich glaube, dass es wichtig ist, dass wir mit der Natur leben. Dass wir quasi im Einklang mit der Natur leben. Und nicht nur der Kalender trennt uns von der Natur. So wie wir heutzutage leben, mit unseren Klamotten, mit den Häusern, mit den Schuhen und mit diesen ganzen Sachen. Die meisten Menschen leben nicht wirklich mehr im Einklang mit der Natur. Und mit dem Natürlichen und mit dem natürlichen Zyklus, so, weißt du? Und ich glaube, das würde uns helfen, wenn wir zu dem Zyklus wieder zurückkehren. Und deswegen kaufe ich mir eine Maya-Kalenderuhr, wenn ich das so sagen darf, und fange jetzt auch an, nach dem Maya-Kalender zu leben. Das ist mein Ziel, meine lieben Freunde. Weil ich glaube, es ist der akkurateste Kalender, der wirklich noch nach der Natur läuft, so, weißt du? Glaube ich. Weiß ich natürlich nicht. Eine komplizierte Zeitrechnung. Die leicht lesbaren arabischen Ziffern, die wir heute haben, können Sie vergessen. Diese alten Menschen benutzten Glyphen. Das sind winzige Bilder, die Zeichen darstellen. So ähnlich wie die Symbole auf Ihrem Desktop oder universelle Symbole. Wenn Sie einen kleinen Punkt mit drei geschwungenen Linien darüber sehen, wissen Sie, dass ein Wi-Fi-Netzwerk verfügbar ist. Der Maya-Kalender verwendete Glyphen, die Tiere oder Naturphänomene darstellten. So gab es zum Beispiel Symbole für einen Jaguar und einen Adler. Jede Glyphe stand für einen Tag. Jeder Zyklus wird vier wiederholt. 819 multiplizieren ihr. Nennen wir diese vier Zyklen Blöcke. Die Mayas färbten jeden Block anders. Die Wissenschaftler glaubten, dass diese Farben den vier Himmelsrichtungen entsprachen. Rot war Osten, Weiß Norden. West war schwarz und Gelb schließlich markierte den Süden. Aber dann kamen die 1980 Jahre. Ja, das war ein seltsames Jahrzehnt. Die Berechnungen waren alle falsch. Die Forscher stellten fest, dass die Farben mit der Position der Sonne am Himmel. Es stellte sich heraus, dass die Farbe Gelb den höchsten Punkt der Sonne darstellte, der als Zenit bezeichnet wird. Krass. Weiß stand für den tiefsten Punkt, den Nadir. Es scheint, dass der Kalender zeigt, wie gut die alten Mayas in der Astronomie waren. Am deutlichsten Beste wird dies in Chichen Itza. Diese wichtige Beste.
Maya-Stadt befindet sich auf der Halbinsel Yucatan. So, da sind wir gerade, meine lieben Freunde. Dort steht eine beeindruckende Stufenpyramide. Sie ist der Gottheit der gefiederten Schlange gewidmet. Und ihre Ausrichtung ist perfekt. Zweimal im Jahr geschieht hier etwas Wunderbares. Während der Tag und Nacht gleiche, das sind die Zeiten, in denen die Sonne... Zu dem Zeitpunkt muss ich da mal hin. ...direkt über den Äquator scheint. An diesen beiden Tagen dauern Tag und Nacht gleich lang. Am Standort der Pyramide beleuchtet das Sonnenlicht zunächst die Skulptur des Schlangenkopfes an der Basis des Bauwerks. Dann bahnt es sich seinen Weg über die 91-Stufen. So entsteht die Illusion, dass sich eine Schlange die Pyramide hinunterschlängelt. Digga, das musst du dir mal, das ist fett, das ist wirklich so. Wenn du zu dem Zeitpunkt an der Pyramide bist, dann sieht es so aus, als ob eine Schlange über die Stufen geht, so. Das musst du dir mal reinziehen. Was für ein heftiges Wissen die gehabt haben müssen, dass sie das so bauen, dass so eine Illusion entsteht. Und die Wissenschaft kann das nicht erklären. Genauso wie mit den Handclaps. Wenn du vor der Pyramide stehst und in die Hände klatschst, kommt ein Vogelgeräusch aus der Pyramide raus, so. Und die wissen nicht, wie die das so bauen konnten und sagen, es ja, ist Zufall. Ist aber kein Zufall. Das ist bewusst so gemacht. Das musst du dir mal reinziehen. Hast du es gesehen? Nee. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Muss ich auf jeden Fall, also es passiert zweimal im Jahr, ich muss noch gucken, wann das genau ist und dann muss ich dahin. Safe. Heute versammeln sich die Menschen, um diesen Anblick zu erleben. Und es muss noch beeindruckender gewesen sein, als die Mayas das Bauwerk fertigstellten. 1050, 1300 nur kürzen. Wissen Sie, was eine synodische Periode ist? Ich auch. Heftig, Mann. Geiles Video aber, ne? Gutes Wissen auf jeden Fall. Aber die Maya-Astronomen wussten es. Asynodische Periode ist die Zeit, die vergeht, bevor ein Himmelskörper eine volle Runde dreht. Dies ist zum Beispiel der Zeitraum zwischen zwei Vollmonden. Von der Erde... Das, was auch so crazy dabei ist, ist ja, dass die angeblich... Also, die haben ja dieses Wissen gehabt, bevor diese ganzen Erfindungen erfunden wurden, mit denen wir den Himmel und die Himmelskörper studieren können. Angeblich, weißt du? Das ist ja das Krasse dabei. Die sagen ja, das waren irgendwelche halbprimitiven Affen so. Und die haben dieses Wissen gehabt und haben danach ihren Kalender aufgebaut. Und das ist das, was so krass und faszinierend ist, weißt du? Wie konnten die so ein konstruktionstechnisches Wissen haben und so ein krasses Wissen über die Sterne, über Sonne, Mond, Sterne, über andere Planeten, wenn die so primitiv gewesen sind, weißt du? Betrachtet, dauert diese Periode etwa 30 Tage und die Mayas beobachteten den Himmel ununterbrochen. Sie notierten sorgfältig die synodischen Perioden aller Planeten. Von Venus bis Saturn führten diese alten Astronomen Aufzeichnungen über fast alle Himmelskörper. Aber was hat das mit ihrem Kalender zu tun? Die Berechnungen der amerikanischen Forscher enthüllten den Zusammenhang. Nehmen wir als Beispiel den Planeten, der der Sonne am nächsten ist, Merkur. Seine synodische Periode beträgt 110 Tage. Multiplizieren Sie das mit 7 und Sie erhalten welche Zahl? Genau 819. 117 multiplizieren 7 equal sein 819. Ein Zufall? Ganz bestimmt nicht, denn auch die synodischen Perioden anderer Planeten stimmen genau mit der magischen Zahl 819 überein. Diese ist jedoch nicht aus einem einzigen Maya-Zyklus ersichtlich. Die Wissenschaftler mussten ihn mehrmals erweitern, um das Muster zu entdecken. Es gibt einen Grund, warum niemand den Code so lange entschlüsseln konnte. Sie konzentrierten sich auf einen einzigen Planeten. Der Trick bestand darin, die Maya-Berechnung für alle Planeten zu addieren. Die Forscher mussten nur das Gesamtbild sehen. Damit sind wir im Jahr 2012 angelangt. Erinnern Sie sich noch daran, dass einige Leute dachten, die Welt würde am 21. Dezember untergehen? Ja, ist wieder KI-Stimme, ne? Habe ich gerade gemerkt. 21. Dezember. Hat sich als Irrtum herausgestellt. Wir leben jetzt und es geht uns gut. Aber wie kam es zu diesem falschen Gerücht? Der Maya-Kalender natürlich. Dieses alte Volk stützte seinen Kalender auf lange Zeiträume aller Planeten. Dazu gehörte eine Menge komplizierter Mathematik und eine Menge Multiplikation. Dies 2012 war einfach der Zeitpunkt, an dem ihr Zyklus endete. Es ist bekannt als die lange Zählung. Dieser Zeitraum entspricht unserem Jahr. Für die Mayas war 2012 so etwas wie der 31. Dezember für uns. Nur das Ende eines Zyklus, in dem sie die Zeit gemessen haben. Das sind aber keine Maya, glaube ich, mit diesen Halsdingern. Es gab also keinen Grund zur Panik. Die Silvesterpartys mögen ein bisschen wild sein, aber die Welt geht nicht am 1. Januar unter. Die Mayas dehnten mehr als nur ihren Kalender aus. Gummi war der Name des Spiels. Ja, Sie haben es richtig gehört. Diese alten Menschen stellten verschiedene Arten von Kautschuk her 3000 Jahre bevor es ein berühmter Amerikaner tat. Charles Goodyear. Sie würden Naturlatex aus dem Kautschuk bauen.
Das ist eine milchige Substanz, die zu Gummi verarbeitet werden kann. Und sie waren nicht die einzigen. Wissenschaftler fanden Beweise dafür, dass ihre Nachbarn, die Azteken und die Olmeken, dasselbe taten. Aber was haben sie mit Gummi gemacht? Die haben Bälle damit gemacht und ein Spiel gespielt, bruv. Autoreifen brauchten sie nicht, ganz sicher. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die so ein komisches Spiel gespielt haben. Das haben die auch gezeigt. Ich muss den Vlog fertig machen. Das haben die auch gezeigt in unserem, in dem Vlog an der Maya-Pyramide. Die haben echt sowas wie Basketballkörbe gehabt, so Kreise oben. Und dann mussten die Bälle da durchschießen. Das war wie ein Game. Es ist cool, ein schönes Paar Sandalen für den Strand zu haben. Die Spanier schrieben über Schuhe mit Gummisohlen, die die Eingeborenen trugen. Ach, die haben auch schon Schuhe getragen? Ich küsse dein Herz. Da haben Wissenschaftler sie noch immer nicht gefunden. Das wäre ein großer Schritt für die Archäologie. Die Maya waren also im wahrsten Sinne des Wortes verspielt mit Gummi. Forscher vermuten, dass sie Bälle aus Latex herstellten. Ja, Digga, da sind wir doch. Diese waren federnd und reichten in ihrer Größe von einem Softball bis zu einem Maya-Ball, Digga, Veju. Fußball. Ein typisches Da ist es, Digga, da ist es. Langer, geiles Video, Bro. Das ist sehr krass, also das könnte ich eigentlich verwenden für den Vlog, um zwischendurch mal so ein paar Einblendungen zu machen. Ja, Ballspiel. Pits bestand aus zwei Reifen. Sie denken sicher an Basketball, aber das stimmt nicht ganz. Die haben das irgendwie mit der Hüfte gemacht und so, voll crazy. Reifen waren an Wänden angebracht, 23 Fuß hoch. Vergleichen Sie das mit dem NBA-Standard von 10 Fuß. Digga, siehst du, ihr denkt, ich laber Scheiße, das ist so. Der Reifen war genau andersherum. Die Geschichte der Mayas hat auch eine süße Seite. Diese alten Menschen genossen Schokolade. Tatsächlich stammt das moderne Wort Schokolade wahrscheinlich aus ihrer Sprache, Ixocolatl. Das bedeutete bitteres Wasser. Okay, den bitteren Ixocolatl, geil. Versteht man. Aber warum Wasser? Die Mayas stellten keine Schokolade in der Form her, wie wir sie heute kennen. Sie stellten keine Schokoladentafeln her, sondern tranken sie. Aus zerquetschten Kakaobohnen ließen sich hervorragende Getränke herstellen. Die Mayas perfektionierten die Mischung im Ja, diese Original Chocolate, Bro. Zu der Zeit und fügten sogar Gewürze hinzu. Hat jemand Lust auf ein feuriges Schokoladengetränk mit geschmorten Paprikaschoten und Maismehl? Wer weiß, vielleicht schmeckte dieses Getränk sogar gut. Kakao. Mit Paprika, Digga, die Mexikaner sind heute noch so unterwegs. Es gibt hier Süßigkeiten. So Süßigkeiten, die wir kennen, ne? So Haribo-mäßig, Gummisache, dies, das. Und dann ist so eine Chili, irgendwas Scharfes drumherum. Auch Schokolade mit so scharfen Sachen drumherum. Fühle ich gar nicht, aber das ist immer noch deren Film so. Bohnen waren heilig und wurden als Zahlungsmittel verwendet. Forscher glauben, dass alle Gesellschaftsschichten in den Genuss kamen. Kostenlose Schokolade für alle klingt auch heute noch gut. Aber woher bekamen die Mayas sauberes Wasser für ihre Kakaogetränke? Aus dem ältesten bekannten Filtersystem in der westlichen Hemisphäre. Das ist Tulum, Bro, oder? Ja, ich glaube, es ist Tulum. Es basierte auf Zeolit. Das sind Mineralien, die Aluminium. Zeolit, Digga, heftig. Jum- und Silikonverbindungen enthalten. Und wissen Sie was? Moderne Luft- und Wasserreiniger verwenden immer noch dieses Material. Zeolit soll auch voll gut sein, um die Zirbeldrüse zu entcracken, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Maya-Technik gewinnt wieder einmal. Zurück in Europa entwickelt. Die haben ja diese Zenoten dafür genutzt, die Steine in den Zenoten. Roger Bacon ein Sandfiltrationssystem im Jahr 1627, etwa 1800 Jahre nach den Mayas. Aber was ist mit Regionen ohne Flüsse, Seen oder Quellen? Die Maya-Ingenieure hatten alles im Griff. Regenwasser. Sie gruben große Reservoirs in den Kalksteinfelsen. Dann überzogen sie diese unterirdischen Höhlen mit einer Schicht aus wasserdichtem Material. Der letzte Schritt bestand darin, kleine Kanäle anzulegen, die das Wasser von den darüber liegenden Hügeln aufnahmen. Wissenschaftler schätzten, dass nur eines dieser Reservoirs durchschnittlich 10.000 Gallonen Regenwasser fassen kann. Genug zum Cenote. Von 55 moderne Whirlpools. Crazy, Dicker. Schon geil. Ich fand das mit der KI-Stimme jetzt nicht so nice, aber ich finde die Sachen, die er da erzählt hat, schon sehr, sehr interessant gewesen auf jeden Fall. Freunde, gerne, wenn ihr noch mehr Recherchen habt zum Thema Maya-Kalender, generell Mayas, dann in den Discord reinfetzen. Ausrufezeichen, Discord. Für Twitch Ausrufezeichen Discord, aber für euch Leute auf YouTube, unten in der Beschreibung gibt es einen Link, Discord, auf der linken Seite, Videovorschläge und da mal ein paar Maya-Recherchen rein, da hätte ich Bock drauf auf jeden Fall. Ich liebe euch, Freunde, bis zum nächsten Video. Peace out. Gang.